Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Es ist Dienstag, der 27. April und wir starten mit unserem dritten Teil der Ingram Webcast-Reihe zum Windows Server 2022. Es geht um die Neuerungen im Bereich Storage, die wir für heute eingeplant haben. Konkret werden wir sprechen über den Storage Migration Service. Ist ein spannender Service, den Microsoft neu vorgestellt hat im Windows Server 2019, der aber jetzt einige Erweiterungen bekommen hat. Wir werden ein bisschen über das Thema Datenübertragung im Netzwerk sprechen. Da ist nämlich vieles optimiert worden. Das lässt sich vielleicht ein bisschen schwieriger zeigen als der Storage Migration Service, aber ich hoffe, ihr könnt da meinen Erläuterungen trotzdem folgen und glaubt mir einfach, was da die neuen Rahmenbedingungen sind. Und Storage Spaces Direct, auch ein ganz wichtiges Thema im Windows Server 2022, denn es ist mit drin. Das ist ja der Software-Defined Storage Service, den Microsoft mit dem Windows Server 2016 auf den Markt gebracht hat, der im Windows Server 2019 weiterentwickelt wurde und im Windows Server 2022 jetzt auf jeden Fall weiterhin enthalten ist. Das ist ganz wichtig, weil es gibt ja ein neues Betriebssystem, das Azure Stack HCI-Betriebssystem, und der ein oder andere hatte Sorge, dass es dort vielleicht Einschränkungen geben könnte. Und so ist es auf jeden Fall nicht. Gut, damit starten wir. Wenn es Fragen gibt, wenn es Anmerkungen gibt, können alle, die live zuschauen, die Fragen direkt im Chat stellen. Das heißt, da schreibt ihr einfach in den Chat rein, was euch beschäftigt, was ihr wissen möchtet. Ich versuche direkt darauf zu reagieren. Wenn jemand die Aufzeichnung im Nachgang on demand auf YouTube anschaut, gibt es natürlich diese direkte Fragemöglichkeit nicht mehr. Aber dort könnte man dann asynchron die Kommentare nutzen. Also auch die sind herzlich willkommen, das Ganze zu kommentieren und auch gerne in den Kommentaren dann Fragen zu hinterlassen. Gut, wir starten mit dem Thema Storage Migration Service. Bei dem Storage Migration Service, wichtig, dass wir uns nochmal den Namen ganz kurz einprägen, geht es um die Migration von Storage-Diensten. Es ist also nicht ein Domain Migration Service, es ist nicht ein Application Migration Service, sondern es ist der Storage Migration Service. Da gibt es nämlich ganz häufig Missverständnisse, denn der Storage Migration Service ist für beliebige Unternehmensgrößen nutzbar. Das heißt, das kann ich für ein kleines Unternehmen mit einem kleinen File-Server nutzen, kann ich aber auch für ein großes Datacenter mit sehr vielen File-Servern nutzen. Und häufig kommt die Frage, migriert der Storage Migration Service auch mein Active Directory, migriert der auch meine Applikationen, migriert der sonstige Dinge? Nee, es geht rein um Storage. Das heißt, es geht um Files und Ordner, um Freigaben, um Berechtigungen. Das, was den File-Server ausmacht, wenn ich einen ja optimal designten File-Server habe, dann habe ich auf diesem File-Server keine weiteren Rollen drauf. Dann ist der File-Server ja nicht auch nur mein Webserver oder mein Applikationsserver. Sollte er das doch sein, werden diese Dinge, sagen wir mal, ignoriert. Ja, also es ist nicht so, dass das nicht sein darf, weil das ist in der Praxis, denke ich, sehr häufig so zu finden, dass auch auf einem File-Server weitere Dienste laufen, aber die werden nicht mitmigriert. Zum Thema der Domain-Migration, das ist ganz unkompliziert. Wir können ja einfach weitere, neuere Domain-Controller in eine vorhandene Domäne installieren und so weiter. Also da gibt es verschiedene Mittel und Wege. Wir sprechen jetzt aber konkret um den Storage Migration Service. Und naja, wir machen es nicht lange in der Theorie, sondern wir schauen es uns gleich live an, was dahinter steckt, wie das Ganze ausschaut. Ich habe uns Folgendes vorbereitet. Das müssen wir ganz kurz dazu wissen. Es gibt einen Server, der heißt OldFS. Das ist ein File-Server auf Basis Windows Server 2012 Release 2. Wie alt der sein würde, besprechen wir gleich. Dann gibt es einen File-Server 11. Der hat die Basis Windows Server 2022. Zum Windows Server 2022 übrigens für diejenigen, die neu dabei sind. Das ist eine Technical Preview. Das heißt, das Produkt ist noch nicht fertig. Wir rechnen im Laufe des Jahres damit. Ich rechne so im Sommer damit, dass das Produkt verfügbar ist. Das heißt, wenn ihr Stand heute bei dem Sebastian Weiß bei Ingram nachfragt, kann er euch das Produkt noch nicht anbieten. Ihr könnt aber dort sehr gerne auf Windows Server 2019
bauen. Das ist ja die aktuelle Version. Auch dort steckt schon Storage Migration Service drin mit einem, sagen wir mal, etwas geringeren ja, Funktionsumfang. Und ihr könntet ja überlegen, ob ihr Windows Server 2019 vielleicht dann kombiniert mit einer Software Assurance. Was ich in der Praxis immer wieder feststelle, dass das Interesse an diesen neuen Versionen, also jetzt Windows Server 2022, sehr groß ist, dass Kunden aber oft ganz gerne dann auf das Bewährte setzen. Also von daher, Windows Server 2019 ist die aktuell verfügbare Version. Windows Server 2022 ist das, wo wir einfach schon ein bisschen in die Zukunft schauen wollen. Ja, und dann gibt es da noch einen Server, der ist da ganz unten an der Liste, der SMS02. Das ist mein Storage Migration Server. Jetzt müssen wir es nicht ganz so kompliziert machen. Der SMS könnte auch auf dem File-Server mitlaufen. Das heißt, ich könnte auch sagen, ich migriere meinen alten File-Server einfach auf den neuen File-Server drauf und dieser neue File-Server macht für mich auch den Storage Migration Service. Das funktioniert in der Praxis ganz gut. Wenn wir aber mehrere File-Server migrieren, dann ist so ein Szenario, wie ich es aufgebaut habe, ganz zielführend. Gesteuert wird das Ganze über das Windows Admin Center und das ist auch das System, wo wir uns als erstes drauf verbinden. Das heißt, wir verbinden uns auf eine virtuelle Maschine, die hat hier den Namen WAC02. Das ist meine Windows Admin Center Instanz. Und da sehen wir, ich habe verschiedenste Server in der Liste. Ich habe aber nicht diesen alten File-Server hier drin. Den brauche ich da gar nicht. Wir können uns ja mal kurz auf den alten File-Server verbinden. Das da ist er nämlich. Und da wäre vielleicht noch wichtig fürs Verständnis dann später, dieser alte File-Server, der hat den Virtual Machine Namen D112 OldFS01, der hat aber den Windows Computer Namen D112 2012 R2 FS01. Das darf ja unterschiedlich sein, Windows Computer Name und der Name der VM-Hülle. Wir sehen das in Windows Server 2012 Release 2 Standard. Das ist das, was dort installiert ist. Und wir haben auf dem Server verschiedene Freigaben. Das ist mein alter File-Server. Und den möchte ich migrieren auf Windows Server 2022, weil wir wissen ja, Windows Server 2012 Release 2 und auch 2012 sind beide aktuell noch supported. Aber das sind die nächsten zwei Produkte, die aus dem Support rausgehen. Bei Windows Server 2008 und 2008 Release 2 war es vor über einem Jahr soweit, also im Januar 2020. Und die werden jetzt im Jahr 2023 aus dem Support gehen. Und zwar, naja, so in 1,5 Jahren ist es dann ungefähr soweit für den Windows Server 2012 und 2012 Release 2. Also man sollte langsam anfangen zu planen. Und deswegen habe ich auch so eine Version rausgegriffen, die zu migrieren. Wir wollen migrieren auf den neuen File-Server, auf den File-Server 11, diesen hier, und zwar mit Hilfe des Storage Migration Service. Das ist das, was dort geplant ist. Und ja, der File Server 11, der ist schon in der Domäne, der ist Windows Server 2022 installiert. Bei mir jetzt Data Center, das spielt aber keine Rolle. Das hat sich zufällig ergeben, weil ich da gerade am virtuelle Maschinen vorbereiten war für Storage Spaces Direct und da ist das auch eine Data Center Version geworden. Gut, also legen wir mal los. Ich gehe in das Windows Admin Center und wir verbinden uns dort auf das System, das den Storage Migration Service ausführt. Das ist bei mir der SMS02. Wenn der noch nicht installiert ist, ist aber nicht schlimm. Wir werden in dem Assistent, den wir uns gleich anschauen, verschiedene Schritte sehen, wo uns die fehlenden Rollen und Dienste mit installiert werden. Das heißt, ich scroll hier mal rein und gehe auf den Bereich Storage Migration Service im Windows Admin Center. So, Storage Migration Service lädt und er empfängt uns hier so mit einer schönen Übersicht. Der sagt, als erstes brauchen wir einen Job, um den Server zu inventarisieren. Dann werden Daten übertragen. Ja, das würde man, das auf der linken Seite würden wir, wenn wir einen Storage Migration Service nicht haben, manuell machen oder grob abschätzen oder Third-Party-Tools verwenden. Den zweiten Schritt, das würden wir, wenn wir einen Storage Migration Service nicht hätten, vielleicht mit einem Robocopy machen. Ja, irgendwie müssen wir die Daten ja übertragen. Und dann der Cutover, das ist ein sehr spannender Schritt. Da wird häufig gefragt, muss ich denn das machen? Die Idee des Cutovers ist nämlich, dass dieser neue Server alle Eigenschaften des alten Servers erbt in Bezug auf IP-Adresse und Computername.
Wenn ich einen neuen File-Server installiere und den neben meinen alten stelle, dann ist ja klar, der muss eine andere IP-Adresse haben, der muss auch einen anderen Rechnernamen haben. Wenn jetzt die Migration abgeschlossen ist, dann müsste ich aber natürlich all meine Laufwerksverknüpfungen und Skripte und so weiter so anpassen, dass die den neuen File-Server-Namen nutzen. Das muss ich nicht machen, wenn ich dem neuen Server einfach die alte IP und den alten Namen gebe. Ob das für euer Szenario zielführend ist, das müsst ihr abwägen. Aber die Möglichkeit besteht, das hier zu machen. Und das schauen wir uns mal an. Das heißt, ich erstelle als erstes einen Job. Das geht hier im unteren Bereich. Da gibt es von mir schon einen, der heißt SMS Job 02, weil den 01er wollen wir nicht verwenden. Und da ist was Tolles und das ist relativ neu. Windows Server und Cluster geht schon ein bisschen länger, also das können wir migrieren. Aber wir können jetzt auch migrieren von Linux-Servern und von NetApp-File-Server-Arrays auf Windows Server. Warum sollte ich das tun? Naja, also mir geht es immer so, wenn ich solche Systeme ausprobiere und ich probiere vieles aus, dann finde ich das zwar immer sehr spannend, aber die integrierte Lösung über den Windows-Server ist dann für mich letztendlich doch immer die effizienteste, was die Active Directory-Integration angeht und so weiter. Jetzt haben wir gleich eine Frage im Chat. Ist die Umstellung des neuen Servers auf die alte IP und Name zwingend? Nein, das hatte ich nicht ganz zu Ende erzählt. Dieser dritte Schritt, der ist optional. Das sehen wir jetzt auch gleich, wenn wir uns den Assistenten anschauen. Der ist zwar von Microsoft ein bisschen so vorgesehen, wie wenn wir den immer machen würden. Also der ist fest Teil. Das heißt, Microsoft geht davon aus, dass wir immer den alten Namen wieder haben möchten. Aber das können wir optional definieren. Gut, okay, dann haben wir den SMS-Job 02. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir ein bisschen Erklärungen. Und zwar wird uns erklärt, wir können migrieren von Servern ab Windows Server 2003. Das ist natürlich der Hammer. Das ist extrem cool, weil wenn wir bei so einem System die Migration verpasst hätten, die sind ja schon End of Support, dann können wir die immer noch migrieren. Ja, finden wir beim Kunden irgendwie so einen ganz alten Server, der halt noch als File-Server läuft, können wir migrieren. Bei Clustern geht es ab 2008 Release 2. Das liegt ein bisschen daran, dass Microsoft die Art und Weise des Clusterings beginnend mit Windows Server 2008 massiv geändert hat. Das heißt, so eine Cluster-Architektur mit Windows Server 2003 war noch eine ganz andere. Dann Linux Server using Samba. Das war jetzt, glaube ich, auch gerade eine Frage im Chat. Und dann NetApp File Storage using ONTAP 9 oder neuer. Also das sind die Rahmenbedingungen. Migrieren können wir auf ja, Server mit Windows Server 2012 R2 oder neuer. Auf 2012 R2 würde ich nicht mehr migrieren. Hatten wir ja gerade erwähnt, dass da die Support-Restlaufzeit noch 1,5 Jahre ist. Und meine große Empfehlung ist immer, ich würde ein Windows Server Betriebssystem immer versuchen, im sogenannten Mainstream Support zu halten. Es gibt ja von Microsoft den Mainstream Support, das ist so die erste Hälfte des Support-Zyklus, und den Extended Support, das ist die zweite Hälfte des Support-Zyklus. In der Vergangenheit war das immer 5 Jahre und 5 Jahre, also in Summe 10 Jahre. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Das heißt, es gibt sehr unterschiedliche Support-Zeiträume, aber es ist eigentlich immer in zwei Hälften aufgeteilt. Kann man also sagen, erste Hälfte Mainstream Support, zweite Hälfte Extended Support. Im Extended Support habe ich schon gewisse Einschränkungen, ich bekomme aber immer noch Bugfixes und Security Patches. Wenn ich immer versuche, im Mainstream Support zu bleiben, und das wäre jetzt halt aktuell Windows Server 2019, dann bin ich gut dabei, dann kann eigentlich mich, was so das ganze Thema Updating und Kompatibilität angeht, mir nichts Schlimmes passieren. Ich würde also nicht immer bis zur letzten Minute warten und deswegen schon gar nicht auf so ein System migrieren. Technisch wäre es aber möglich. Dann Empfehlung, Storage Migration Service auf der neuesten Version von Windows Server laufen zu lassen. Das machen wir gerade. Und dann steht da unten ganz klar nochmal das, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte und was wir auch nochmal als Frage im Chat hatten. Domain Migrations, also ein Domain Controller zu migrieren, das ist
nicht möglich, auch wenn ich runterscroll. Entschuldigung, da müsste ich noch ein bisschen runterscrollen. Das konntet ihr noch gar nicht lesen. Dann auch so Dinge wie lokal installierte Apps, aber auch das Konsolidieren mehrerer Server in einen Server geht nur, wenn der Zielserver ein Cluster ist. Ja, dann wäre das möglich. Gut, also. Das so ein paar Vorbemerkungen, dann brauchen wir Credentials, die sind bei mir jetzt schon da, weil ich die im Windows Admin Center in der Session schon mehrfach genutzt habe. Dann administrative Shares möchte ich nicht mitnehmen, ich will keine Failover Cluster migrieren, ich habe keinen File Server als Failover Cluster in dieser Demo Umgebung. So, dann gehe ich auf Next. Jetzt installiert er mir erforderliche Tools auf dem Server, wenn welche fehlen würden. Jetzt habe ich die vorher schon installiert, weil das dauert ein Momentchen. Ja? Das heißt, ich habe auf diesem SMS Server, auf dem D112 SMS 02, den Storage Migration Service an sich schon installiert. Das findet man unter den Features. Das muss ich aber nicht machen in der Praxis, weil das der Assistent für mich macht. Das habe ich also nur vorbereitet, dass wir jetzt in der Demo Zeit sparen, weil sonst würden wir jetzt hier 5 Minuten der Installation zugucken, wo ich natürlich einiges erzählen könnte, aber es ist für eine Live-Demo einfach nicht zielführend. In der Praxis könnt ihr euch da einfach drauf verlassen. So, dann gehe ich auf Next. Jetzt kommt nämlich ein wichtiger Punkt, der analysiert mir das Quellsystem und das ist ein genialer Schritt, weil er mir gleich prüft, ob denn die Migrationsfähigkeit gegeben ist oder ob es Rahmenbedingungen gibt, die an der Stelle schon zum Showstopper bei der Migration werden könnten. Da ändert ja an dem Quellserver noch gar nichts. Also ich könnte das zum Beispiel auch verwenden, wenn ein Kunde von mir eine Aussage möchte, wie könnte denn so eine Migration meines File-Servers ablaufen? Wie lange dauert es? Wie groß ist die Datenmenge? Was kostet es? Naja, dann füge ich mal ein Device hinzu. Und als Device brauche ich jetzt natürlich den Windows-Computernamen. Ich könnte auch das Active Directory durchsuchen. Das geht natürlich auch, aber ich habe mir den Namen, glaube ich, gemerkt. D112-2012R2FS01. So hieß der, meine ich. Gucken wir kurz nach. Alternativ, wie gesagt, könnten wir im Active Directory nachschauen. Da habe ich allerdings sehr viele Systeme in der Demo-Umgebung. Da müssten wir dann doch wieder noch schauen. D112-2012R2FS01. So hieß der, ganz genau. So, den füge ich hinzu. Und jetzt steht da erstmal noch nicht viel. Ja, der sagt mir im unteren Bereich, dass er keine Informationen hat zu Shares und so weiter. Dazu muss man wissen, ich muss den erstmal scannen. Und je nachdem, wie die Bildschirmauflösung und Größe ist, gibt es hier halt eine Option. Da gibt es diese drei Pünktchen und dann gibt es hier ein Start-Scan. Wenn ich eine höhere Auflösung habe, dann ist das auch direkt hier in dieser Menüzeile zu finden. Das heißt, im Windows Admin Center unter diesen drei Pünktchen finde ich immer weitere Optionen, die sich nicht darstellen lassen bei der gewählten Bildschirmauflösung. So, mache ich mal einen Start-Scan und jetzt analysiert er mir das Quellsystem. Das dauert einen kurzen Moment. Analyse läuft und wir sehen hier hinten bei der Endtime, da gibt es jetzt keine Endtime, sondern er läuft jetzt. Da haben wir eine Frage im Chat. Kann man diesen Assistent auch unter 2012R2 installieren, um diese Prüfung auf dem zu migrierenden System im Vorfeld durchzuführen? Nein, das geht nicht. Den Storage Migration Service als Komponente gibt es im Windows Server 2019, Standard und Data Center, nicht bei Essentials, und im Windows Server 2022. Alle älteren Systeme haben den nicht. Das heißt, ich brauche im Netzwerk eine Version Windows Server mindestens 2019, besser dann, wenn verfügbar 2022, um diese Analyse überhaupt durchführen zu können. Meine Bedienkonsole, also das Tool, mit dem ich den Storage Migration Service steuere, ist das Windows Admin Center. Das Windows Admin Center hat aber keine eigene Intelligenz an der Stelle. Das heißt, es ist wirklich nur die Steuerungskonsole. Die Fähigkeiten, die kommen aus dem Storage Migration Service an sich.
Okay, jetzt sehe ich hier, das Ganze war erfolgreich. Ich sehe, wie lange das gedauert hat. Ich sehe dann, welche Sources es gibt, welche Freigaben. Dann sehe ich die Konfiguration des Systems. Ich sehe die Netzwerkadapter. Ich sehe die Volumes, die dort vorhanden sind. Denn vielleicht will ich ja gar nicht alle Volumes migrieren. Vielleicht will ich nur einzelne Volumes migrieren. Das wäre also problemlos möglich. So. Sehr viel Informationen über System. Man kann dann hier sich auch noch Details abrufen zu den einzelnen Shares, indem man einfach draufklickt und das Ganze wunderschön gemacht nach dem Ampelprinzip, wie wir es kennen. Grün, es ist alles okay. Gelb, es gibt eine Warnung. Rot, es ist ein Fehler aufgetreten. Wir können das so nicht durchführen. So, jetzt gehen wir mal auf Next. Jetzt geht es nämlich um das Übertragen der Daten. Datentransfer. Das haben wir die Credentials für den Zielserver. Der Zielserver ist bei mir ein existierender Server oder VM. Ja, den habe ich schon vorbereitet. Der Zielserver, hatten wir vorhin gelesen, müsste mindestens Windows Server 2012 R2 sein. Ich habe einen Windows Server 2022 installiert. Wir könnten auch eine neue VM in Azure erstellen, wenn wir nach Azure migrieren wollten. Wir könnten aber auch sagen, wir wollen gar keine Dateien migrieren. Ja? Wir wollen hier vielleicht nur analysieren. Wir wollen zwar weitermachen, wir wollen es weiter testen. Also wir wollen so eine Was-wäre-wenn-Analyse machen, aber wir wollen hier nichts migrieren. Das ist bei mir nicht zutreffend. Das heißt, ich hätte gerne den D112-FS11, so heißt er. Den würde ich gerne nutzen. Der wird einmal gescannt. Jetzt prüft er mir auch, ob das Zielsystem ja in der Lage ist, die Migration durchzuführen. So, jetzt haben wir hier Informationen. Einmal das Quellvolumen. Und das Destination Volume. Das ist jetzt bei mir zufälligerweise das gleiche, aber wir sehen, da gibt es eine Dropdown-Liste. Also wir könnten das auswählen. Also ich könnte von der Quelle Laufwerk E im Ziel aufs Laufwerk X oder sowas migrieren. Gar kein Problem. Ich habe den Available Space, ich habe den Required Space, ich habe Azure File Sync Informationen. Das heißt, ich könnte hier sagen, ich möchte das vorbereiten, ich möchte das konfigurieren. Das ist aber nicht verpflichtend, also es läuft alles lokal ab. Und dann haben wir die Information Select Shares to Transfer. Ich könnte also einzelne Shares auch ausschließen. Ich könnte sagen, ich möchte nicht alle Shares haben. Haben wir nämlich gerade eine Frage im Chat. Kann man einzelne Shares oder Volumes auch noch nachträglich übertragen? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann ich den Job, den ich jetzt erstelle, jederzeit wieder aufrufen. Und ich kann sagen, ich möchte den nochmal ausführen mit einer anderen Zusammensetzung. Ich könnte natürlich auch einfach einen neuen Job erstellen. Ich muss mir bloß immer überlegen, wenn ich dann den Schritt 3 durchgeführt habe, der da auch noch kommt, das Cutover, dann haben meine Rechner andere Namen. Das heißt, mein neuer File-Server hat plötzlich den Namen des alten File-Servers und mein alter File-Server bekommt einen neuen Namen. Das heißt, die Rahmenbedingungen ändern sich hier vielleicht. Aber technisch ist das gar kein Problem. Kann man machen. So. Ich möchte mal beide Shares übertragen, Data und Sources. Ich gehe auf Next. So, dann geht es um die Frage, was ist denn, wenn am Ziel schon was vorhanden ist? Dann wird es überschrieben. Soll ich ja Files und Folder, die überschrieben werden würden, ja, soll ich die vorher backuppen? Das will ich jetzt nicht. In dem Ziel ist nichts. Dann haben wir die Möglichkeit, dass ich die Transfer Validation ausschalte, um das Ganze zu beschleunigen. Dann gibt es einen interessanten Punkt: Migrate Users and Groups. Wichtig, es geht nicht um Active Directory Benutzer und Gruppen, aber auf dem File-Server gibt es ja lokal vielleicht auch Benutzer und Gruppen. Wenn ihr euch mal intensiv mit dem Microsoft NTFS-Berechtigungskonzept beschäftigt habt, dann kennt ihr vielleicht das AGDLP-Prinzip. Ich habe einen Account, der ist in einer Domain-Gruppe,
Die Domain-Gruppe wird in eine lokale Gruppe aufgenommen und diese lokale Gruppe ist bereits auf dem File-Server und die lokale Gruppe bekommt dann die Permission. Das muss ich nicht so machen, weil dieses AGDLP-Prinzip, das ist ja eine Konstellation, die in sehr großen und komplexen Umgebungen durchaus ihren Sinn und ihre Daseinsberechtigung hat. Aber diese extreme Verschachtelung behindert mich natürlich etwas in kleineren, nicht ganz so komplexen Szenarien. Ich kann nämlich problemlos auch einer globalen Gruppe in der Domäne direkte Rechte zuweisen. Ich muss halt immer aufpassen, dass das übersichtlich bleibt. Sowas wie ein Small Business Server früher, SBS 2011, der ja auf bis zu 75 User ausgelegt war, der hat immer direkt die User in die Berechtigungsliste geschrieben. Ja, da habe ich eine Access Control List, bei der, wenn 5 berechtigt sind, 5 drinstehen, wenn 50 berechtigt sind, aber 50 drinstehen. Ich weiß damit sofort, wer wo Zugriff hat, ohne irgendwas komplex auswerten zu müssen. Aber es wird natürlich irgendwann auch mal unübersichtlich. Also hier geht es wirklich darum, sollen lokale User und Gruppen auf dem File-Server mitmigriert werden? Und was ist denn, wenn entsprechende schon da sind? Don't transfer users and groups. Wenn der File-Server auf einem Domain-Controller läuft, müssen wir die Option wählen, weil wir ja mehrfach jetzt schon gehört haben, Active Directory können wir nicht mitmigrieren. Wir könnten, wenn Accounts schon vorhanden sind mit dem gleichen Namen, die verwenden oder wir könnten die renamen und könnten die neuen neu anlegen. Wie oft soll er es nochmal versuchen, wenn ein Problem da ist, wenn also irgendwie eine Dateiübertragung nicht erfolgreich ist, die entsprechenden Retries. Dann installiert er uns auch gleich Required Features auf dem Zielserver. Wenn ich alles richtig gemacht habe und den richtigen Server gewählt habe, genau, dann sollte da alles drauf sein. Er sagt nämlich, auf dem FS11 ist der SMS-Proxy drauf. Wenn der fehlen würde, würde er den uns mit installieren. Also ich habe das hier wieder nur vorbereitet, damit wir jetzt nicht auf eine Installation warten. Wenn wir eine ältere Version haben, des Storage Migration Service, müssten wir das manuell installieren. Gut, dann gehen wir auf Next. So, und jetzt geht es nochmal um eine Validierung. Wir haben die Quelle, wir haben das Ziel, wir haben die Transfer-Settings und jetzt validiert er uns nochmal, ob denn alles, was ich zuvor gewählt habe, so umsetzbar ist. Hat das Ziel genügend Platz? Habe ich überall entsprechenden Zugriff? Passt es soweit? So, dann haben wir eine Frage: Kann man den SMS auch ohne Windows Admin Center verwalten? Ja, mit der PowerShell. Wäre aber extrem aufwendig. Ihr müsst euch mal überlegen, was hinter den Schritten, die ich bisher durchgeführt habe, alles dahinter steckt. Also wenn ich das alles machen wollte mit der PowerShell, Server konnektieren, Server validieren und so weiter, geht alles über die PowerShell. Ich würde für den Storage Migration Service aber immer das Windows Admin Center verwenden. Es gibt kein anderes grafisches Tool im Moment. Das heißt, Windows Admin Center oder PowerShell, das wären die Optionen. Es gibt also nicht irgendwie eine SMS-Management-Konsole oder sowas in der Richtung. So, wir sehen, die Validation war erfolgreich. Da kann ich draufklicken. Ich sehe dann die einzelnen Schritte, die er durchgeführt hat. Ganz wichtig auch so Dinge wie Berechtigungen, ist das Zielsystem leistungsfähig genug und so weiter. Das schaut alles gut aus. Wir sehen im unteren Bereich noch ein paar erweiterte Informationen und Erklärungen. Naja, und jetzt startet der Transfer, wenn ich hier auf Start Transfer klicke. Wichtig, wir gehen mal auf den Zielfile-Server und schauen uns mal das Laufwerk E an. So, da bin ich. Wir haben dort das Laufwerk E. Das ist leer, da ist nichts drauf. Es gibt da auch keine Freigabe. Also wenn ich hier auf den D1112-FS11 gehe, da gibt es aktuell keine Freigabe. So, jetzt machen wir aber unseren Transfer über das Windows Admin Center, indem wir einfach auf den Button klicken, Start Transfer. Und sagte mir,
abgewählt, dass ich ein Backup von dem Ziel durchführen möchte. Das ist jetzt wieder eine zeitliche Geschichte. In der Praxis, wenn der Zielfile-Server komplett leer ist, dann macht ihr das natürlich auch nicht. Wenn der aber gewisse Daten enthält, dann seid ihr da vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Ich starte mal den Transfer. Naja, und jetzt geht's los. Wir sehen unten einen Verlauf. Ich sehe, wie viel Files schon verarbeitet wurden, wie die Geschwindigkeit ist. Das ist so die typische Arbeitsweise des Windows Admin Centers. Und jetzt ist das bei mir nicht unheimlich performant, weil es beides virtuelle Maschinen sind, die laufen auf dem gleichen Host. Wir haben dort kein speziell hochperformantes Netzwerk. In der Praxis ist es so, dass ihr, wenn das jetzt zum Beispiel physische Server wären oder auch wenn es VMs sind, die vorhandene Leistung voll abrufen könnt. Das heißt, nehmen wir an, ihr habt zwischen den Servern 25 oder 50 oder 100 Gigabit Netzwerk, dann geht das natürlich entsprechend schneller. So, während hier übertragen wird, haben wir eine Frage. Benötigt der Server mit dem Migration Service einen entsprechend großen Plattenspeicherplatz, wenn der zu migrierende Server recht große Datenmengen hat? Das ist eine sehr gute Frage, weil das von der Konstellation abhängt. Bei mir schaut es wie folgt aus. Mein alter File-Server ist der OldFS, mein neuer ist der FS11 und dann haben wir ja noch den SMS. S02. So, das sind bei mir die relevanten Systeme. Und der SMS02 ist derjenige, der gerade eigentlich die Arbeit macht. Das ist der sogenannte Orchestrierungsserver. Das heißt, dem habe ich jetzt die Aufgabe gestellt, bitte übertrage die Daten von dem OldFS auf den FS11. Das ist das, was gerade im Hintergrund läuft, wo wir auch gleich wieder hinschauen. Ja, ich wollte ein Pfeilchen machen, das hat nicht so ganz geklappt, weil ich die falsche Taste erwischt habe. Genau, hierauf geht es, ja, von dem OldFS01 auf den FS11. So, in meiner Konstellation ist es so, der alte File-Server ist nicht relevant, welche Version er hat, alles ab 2003 geht. Der neue ist mindestens Windows Server 2019. Bei mir ist es sogar Windows Server 2022. In diesem Fall werden die Daten direkt übertragen, wie ich das Pfeilchen gemalt habe. Das heißt, auf dem SMS02 brauche ich keine Riesenplatte. Das ist der, der orchestriert. Es werden aber nicht die gesamten Daten über diesen Server geschleust. Nehmen wir an, mein File-Server 11, also der Zielserver, wäre Windows Server 2016 oder älter. Dann würde der Datentransfer laufen zuerst auf den SMS02 und von dort aus dann auf den SMS11. Ihr habt nämlich gesehen, gerade im Assistenten wurde auf dem ja, Zielserver, auf dem FS11, ein sogenannter Storage Migration Service Proxy ja, installiert und bei mir war er schon vorinstalliert. Dieser Proxy ist die Gegenstelle, die die Daten beim Datentransfer annimmt. Und da der Proxy für den Storage Migration Service erst ab Windows Server 2019 existiert, ist es so, dass alle älteren Zielsysteme den Proxy auf den Storage Migration Server selbst nutzen, würdet ihr also auf ein Ziel Windows Server 2016 oder älter migrieren, dann bräuchtet ihr auf dem SMS, auf dem Storage Migration Server, der bei mir SMS02 heißt, viel Platz und zwar genauso viel, wie ihr migriert. Deswegen würde ich das nicht machen. Also Windows Server 2016 ist im Extended Support, Windows Server 2019 wäre meine Zielplattform. Ich hoffe, dass ich es verständlich erklärt habe. Also es hängt davon ab, ist der Zielserver 2016 oder älter, dann läuft es über den Storage Migration Service. Das heißt, er braucht Netzwerk und Plattenkapazität. Wenn der Zielfile-Server 2019 oder neuer ist, dann braucht der Storage Migration Server zwar auch einen Netzwerkanschluss und eine Festplatte und CPU, aber nicht um die Daten darüber durchzuschleusen, sondern nur um die Orchestrierung durchzuführen. Können die Destination Volumes den zu migrierenden Shares individuell zugeordnet werden? Nicht in einem Durchgang. Also, was bei mir ja auszuwählen war, ich konnte auswählen,
Welches Volume will ich auf welches Zielvolume mappen und welchen Share möchte ich migrieren oder nicht migrieren? Ich konnte dem Share nicht sagen, bitte migriere Share A von Laufwerk C auf Laufwerk D. Sondern wenn ich sowas vorhab, dann müsste ich mehrere Jobs bauen, wo ich sage, ich mache einen Job für den ersten Share und bei dieser Migration ändere ich das Volume und ich nehme den Share mit. Das ist leider, da bräuchte man dann irgendwie so eine Möglichkeit in dem Windows Admin Center, da irgendwie eine Verknüpfung herzustellen oder so, oder vielleicht sowas wie ja, per Drag and Drop dann festzulegen, was wohin kommt. Das geht Stand heute nicht, aber ich kann durchaus mehrere Jobs anlegen, auch für einen Server, wo ich das schon mal durchgeführt habe. So, jetzt sollten wir uns mal anschauen, was denn unser System macht, Windows Admin Center. So, 100% completed. Oh, aber da hinten gibt es ein rotes Symbol. Couldn't transfer some files, sagt er mir hier drüben. Da kann ich auf die Events klicken und sehe dann hier von dem Storage Migration Service, ja, was ist denn da alles so passiert? Da habe ich ganz viele Informations und da habe ich irgendwie einen Error und da habe ich dann die Möglichkeit, in den Details zu sehen, was das bei mir ist. In dem Fall, wenn ich reingehe bei dem Storage Migration Service, er konnte mir hier zwei oder drei geöffnete Files nicht übertragen. Und zwar sind es typischerweise die Files, die der Storage Migration Service selbst anlegt für die Übertragung. Das ist was, das könnte man natürlich ein bisschen schöner machen. Aber ja, das tritt typischerweise auf an dieser Stelle. Okay, den Transfer haben wir durchgeführt. Also, couldn't transfer some data, hat er mir hier angezeigt. Ich sehe hier unten dann in den Details nochmal, bei den Transfer-Details, gibt es ein sogenanntes Error-Log. Es gibt einen Transfer-Log, da habe ich alles drin, Error-Log und ein Migrated-User-Log, da hinten wieder noch für die Gruppen. Und ich könnte mal das Error-Log runterladen und dann werde ich gleich sehen in dem Error-Log. Es war von mir jetzt eine Vermutung, weil es typischerweise auftritt, aber es wird sich jetzt gleich bestätigen, dass wir in dem Error-Log dort dann sehen, dass es genau die Files sind, die da gerade im Zugriff waren, durch den Storage Migration Service selbst. Und er sagt mir jetzt, er kommt auf dem Storage Migration Server nicht drauf. Das könnte sein. Wir gucken mal ganz kurz auf den SMS drauf. Er hat da ein Zugriffsproblem, denn den habe ich für uns jetzt heute relativ neu installiert. Ich habe dort noch nichts an der Firewall gemacht. Und da können wir schon ein kleines Stückchen vorgreifen. Wir loggen uns hier mal ein. Das ist der SMS 02. Das ist ein Windows Server 2022, wie wir sehen. Bei mir ein Data Center dürfte aber auch ein Standard sein. Und ich gehe hier mal auf die Firewall. Bitte nicht ausschalten. Das wäre der falsche Weg. Es gibt hier Allow an App or Feature through Windows Firewall. Und da ist das File and Printer Sharing noch nicht zugelassen. Und da gibt es was Interessantes. Ich zeige es auch gleich. Nämlich bei dem File and Printer Sharing haben wir einen neuen Eintrag. Den habt ihr so beim Windows Server 2019 nicht. Das ist File and Printer Sharing over Quick. Das ist das neue Protokoll. Ich hatte da beim letzten Termin ein bisschen drüber gesprochen zur Datenübertragung in Verbindung mit SMB-Traffic. Beschleunigt das Ganze enorm. Also ist wirklich viel effizienter und performanter. Funktioniert in Verbindung mit natürlich mehreren Windows Server 2022 Systemen. Aber eben auch mit Windows 10 in der aktuellen Client-Version. Das heißt, das kann man auch zwischen Client und Server verwenden. So, jetzt sollte es dann aber möglich sein, zumindest wenn das der Fehler war, dass ich hier meinen Report herunterlade. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal das Error-Log runterlade und schon haben wir es successfully downloaded. Also das war ein Firewall-Problem. Jetzt schauen wir mal rein. Macht es mit dem Notepad auf meinem Server. Naja, und da sehen wir, ja, ich hatte es falsch gesagt. Es waren nicht Files, die
ja, durch den Transfer selbst gesperrt waren, aber es ist irgendwie unter E-Data Boot Manager ist ein File, wenn wir uns das anschauen, mit einer Größe 0, also da ist irgendwie ein korruptes File, fehlerhaftes File. Da hat er jetzt bei der Übertragung ein Problem, aber er hat natürlich ganz viele übertragen. Das heißt, wenn ich mir den Transfer-Log anschauen würde, sehe ich jedes einzelne File, das übertragen wurde, inklusive der Fehlermeldung. Dann sehe ich mein SMB-Detail, also ich sehe, was übertragen wurde. Ich sehe, dass jeweils ein File geskippt wurde und Azure File Sync haben wir ja außen vor gelassen. Wenn ich jetzt auf meinen Zielserver draufschaue, FS11, naja, dann sehe ich auf diesem FS11, dass jetzt auf dem Laufwerk E was drauf ist. Data und Sources. Ja. Wenn ich jetzt aber nochmal schaue, ob es da eine Freigabe gibt, dann sehe ich auch die Data und Sources hat er mir dort erstellt. Das heißt, die beiden Freigaben sind da, die Berechtigungen sind entsprechend mit drüben. Naja, und jetzt geht es um die Frage, möchte ich jetzt ein Cutover machen oder nicht? Es gibt viele Szenarien, wo wir jetzt vielleicht schon happy sind, weil wir sagen, naja, der Server, der sind die Daten übertragen, die Freigaben sind erstellt, die Berechtigungen passen wieder, die NTFS-Berechtigungen passen, also alles fein. Wenn wir jetzt nicht weitermachen wollen, dann lassen wir den Cutover einfach weg. Aber ich möchte Ihnen zeigen, weil das natürlich eine geniale Option ist, die es hier gibt. Ich nutze die Credentials, die wir gespeichert haben. Ich gehe hier auf Next. So, ich hätte gerne den Netzwerkadapter mitgenommen. Ich möchte die Netzwerkeinstellungen migrieren. Ich hätte gerne auf dem Ziel den einen Netzwerkadapter, den es gibt. An der Quelle hätte ich gerne DHCP für die neue IP-Adresse und der alte File-Server, der soll nicht einen zufällig generierten Namen bekommen, sondern der heißt D112 minus old FS. Nein, wir machen es so rum. FS11 Old. Gerade heißt ja irgendwas mit 2012 R2. Also das ist mein alter File-Server. So, gehen wir auf Next. Dann gibt es auch hier noch einige Optionen, die wir konfigurieren können. Nämlich ein Timeout, dann Credentials für Security Rules und so weiter. Da nehme ich die Credentials, die ich zuvor gespeichert habe. Jetzt habe ich hier wieder eine Validierung. Das heißt, er testet mir wieder, ist denn das, was ich hier geplant habe, möglich? Wird das denn funktionieren? Das heißt, er macht quasi im Hintergrund über PowerShell eine Testung und sagt mir, oh, das passt alles. Ja, es kann immer mal beim Ausführen noch was passieren, aber alles, was ich hier vorhabe, wird sich so umsetzen lassen. Was habe ich genau vor? Alter Name des File-Servers ist 2012 A2 FS01. Der neue Name ist FS11 Old. Der Destination Server heißt FS11 aktuell. Der wird dann heißen D112 2012 A2 FS01. Naja, und den Cutover, den machen wir jetzt mal. Aber der dauert etwas, weil der Cutover, der erfordert ja auf beiden Systemen Neustarts. Ja, das Umbenennen eines Computers geht auch im Windows Server 2022 nicht ohne Restart des Systems. Also von daher, das lassen wir ihn jetzt durchführen. Und wenn wir Glück haben, steht hier irgendwann nach Abschluss des Ganzen, dass es erfolgreich war. Wir können ja mal schauen, was so dieser Old FS macht, ja, ob der jetzt gleich mal durchstartet. Und auch der FS11, der gleich mal durchstartet, müssten die nämlich beide machen, weil wir ja im Verlauf dieses Assistenten, da sehen wir, der Old FS, der startet gerade neu. Der wurde also hier durch den Wizard einmal neu gestartet. Restarting the Source Computer stand hier. First Restart, dann gibt es noch einen Second Restart. Also läuft alles automatisch. Und mein Vorteil, wenn ich das so durchführe, wie geplant, wir hatten es schon auf Fragen im Chat hin. Ich kann jeden dieser Schritte überspringen. Dann habe ich am Schluss auf einem neuen Windows-Version, nämlich Windows Server 2022,
meine alten Daten, meine alten Freigaben, meinen alten Computernamen, meine IP-Adresse, muss an meinen Anmeldeskripten nichts ändern. Gut. Das warten wir jetzt mal nicht ganz ab, weil wir haben noch ein weiteres wichtiges Thema. Netzwerk hatte ich gerade schon ein bisschen was gezeigt im Firewall-Einstellungen. Weiteres ganz wichtiges Thema, was wir haben, trotzdem dürft ihr aber weiterhin zum Storage Migration Service natürlich fragen, ist das Thema Storage Spaces Direct. Mir ist es deswegen ganz wichtig, weil ich möchte ganz klar nochmal sicherstellen, dass jedem verständlich ist, wir haben im Windows Server 2022 sowohl Hyper-V als auch Storage Spaces Direct enthalten. Es gibt ein neues Betriebssystem, das Azure Stack HCI Operating System, wurde im Dezember vergangenen Jahres gelauncht und dieses Azure Stack HCI Betriebssystem hat nur die HCI-Komponenten, also Hyper-V, Storage Spaces Direct und Software-Defined Networking. Und dieses HCI-Betriebssystem hat etwas erweiterte Funktionalitäten. Und es hat ein paar exklusive Funktionalitäten, die unser Windows Server 2022 nicht bekommt. Es ist aber nicht so, dass der im Bereich Storage Spaces Direct schlechter geworden wäre als der Windows Server 2019. Nein, er ist sogar besser geworden. Er hat Erweiterungen bekommen. Er ist weiterentwickelt worden. Aber er hat eben nicht alle Features des Azure Stack HCI Operating Systems. Schauen wir mal rein. Also die Dashboard-Ansicht im Windows Admin Center, die kennt man, denke ich, schon. Wenn ich hier mal auf die Server gehe, ist mir ganz wichtig. Ich habe hier einen kleinen Zwei-Knoten-Cluster. Das ist also so die Einstiegsgröße in Storage Spaces Direct. Und wenn ich dort ins Inventory schaue, dann sehe ich hier bei meinen Server-Systemen, ich nehme mal den Node 11 zum Beispiel, das ist ein Windows Server 2022. OS Windows Server 2022. Es ist ein Data Center, weil das ändert sich im Windows Server 2022 nicht. Wie bei 2019 und bei 2016 ist Storage Spaces Direct exklusiv nur in der Data Center Edition enthalten. Das heißt, die Standard Edition hat dieses Feature nicht. War aber auch bei den zwei Vorgängerversionen schon so. In der Data Center Edition ist es inkludiert ohne Mehrkosten. Also ich muss jetzt nicht noch ein Azure Stack HCI Operating System dazu nehmen, sondern ich kaufe Windows Server 2022 Data Center. Wenn es dann verfügbar ist, Lizenzierung auf Basis der Prozessorkerne für diese zwei Server, die ich hier nutze, und nutze dann dort Storage Spaces Direct, wenn ich es möchte. Konfiguration folgt so wie beim Windows Server 2019. Es gibt wie beim Windows Server 2019 die Möglichkeit, bei zwei Knoten eine sogenannte Nested Resiliency zu konfigurieren. Es wurden die Rebuild-Zeiten optimiert. Das heißt, es sind neue Funktionen dazugekommen. Das heißt, es ist nichts, was wir im Windows Server 2019 hatten, da irgendwie rausgenommen worden. Das heißt, wir haben einen schnelleren Rebuild für unsere Volumes. Heißt, wenn ich hier mal reinschaue bei den Volumes, schauen wir uns das hier mal an. Zwei Stück habe ich aktuell. Mit den Volumes ist alles gut. Wenn ich hier ins Inventory gehe, sehe ich, da gibt es die Cluster Performance History. Die ist etwas größer geworden gegenüber der Vorgängerversion, weil mehr Informationen gespeichert werden. Das heißt, das Windows Server 2022 System speichert in der Cluster Performance History mehr, braucht dafür etwas mehr Platz. Naja, aber 20 GB in der heutigen Zeit, dafür, dass ich dann sehr ausgefeilte, sehr detaillierte historische Daten habe, kann ich locker verschmerzen, würde ich sagen. Wir haben unser Volume 1 hier. Dieses Volume 1 ist ein Datenvolume. Naja, zunächst mal sieht das so aus wie im Windows Server 2019. Wir sehen dort eine BitLocker Encryption. Das heißt, auf das ganze Thema Security wird noch mehr Wert gelegt im Windows Server 2022. Und wir haben, wie gesagt, einen schnelleren Rebuild, weil, das sehen wir jetzt hier nicht so einfach, aber unsere Kapazität, die hier in dem Fall 1 TB ist von diesem Volume, die zerlegt sich ja in sogenannte Slabs mit einer Größe von 256 MB. Das heißt, dieses Terabyte-Volume ist in ganz viele kleine Scheiben zerschnitten mit jeweils 256 MB Größe. Und ich habe hier ein Volume, was ich dort erstellt habe, was ich
was als Redundanztyp Two-Way Mirror hat. Eine Zwei-Wege-Spiegelung, also das könnt ihr ein bisschen vergleichen von der Redundanz wie ein RAID 1. Aber es ist technisch kein RAID 1, weil bei einem RAID 1 spiegelt ihr Festplatten. Bei einem Two-Way Mirror in Storage Spaces Direct betrachtet ihr immer 256 Megabyte Blöcke, die ja, geschrieben werden, und zwar im Original und einer Kopie. Das heißt, würdet ihr 512 Megabyte an Daten schreiben, dann würde vom Algorithmus her sehr wahrscheinlich dieser erste 256 Megabyte Slab auf den Server 1 auf eine Disk geschrieben und eine zugehörige Kopie auf Server 2, und zwar voll synchron. Und für den nächsten 256 Megabyte Slab würde das Original auf Server 2 geschrieben und die erste Kopie auf Server 1 oder die Kopie auf Server 1 auf eine Disk, und zwar auch wieder voll synchron. Das heißt, Storage Spaces Direct, ich denke, die Rahmenbedingungen sind grundsätzlich bekannt, lebt natürlich vom Netzwerk. Mit einem Gigabit-Netzwerk werden wir da nicht glücklich. 10 Gigabit ist Mindestvoraussetzung. 25 Gigabit würde man in der heutigen Zeit, wo sehr viel Flash-Laufwerke genutzt werden, in den allermeisten Fällen sicher bevorzugen und empfehlen. Und jetzt ist es so, wenn wir in der Vergangenheit, also auch Windows Server 2019, eine Situation hatten, dass wir zum Beispiel einen Server in die Wartung nehmen. Ja, können wir hier mal machen. Ich gehe auf Server, gehe auf Inventory und ich schalte mal den Server 2 hier in den Wartung. Also schade, dass das hier nicht Maintenance heißt. Das heißt Pause, aber es ist ein Maintenance Mode. So, ich pausiere den hier, den Server. Dann arbeitet ja mein Storage Spaces Direct weiter. Er kann halt die Redundanz nicht mehr generieren. Er kann die zweite Kopie nicht mehr schreiben, weil der Server, wo die Kopie liegen würde, der ist jetzt gerade nicht verfügbar. Entweder weil ich ihn runtergefahren habe oder weil ich ihn pausiert habe. Das bedeutet, wenn wir jetzt den Server wieder in Betrieb nehmen, wenn der wieder online geht, dann müssen Änderungen übertragen werden. Und in der Vergangenheit, vor Windows Server 2022, musste immer, sobald in einem 256 Megabyte Slab sich eine Kleinigkeit geändert hat, dieser komplett übertragen werden. Ja, also nehmen wir an, es hat sich da irgendwie ein Megabyte geändert oder auch nur ein Kilobyte an Daten, musste dieser komplette 256 Megabyte Slab übertragen werden. Das heißt, bei längeren Pausen oder Ausfällen war es dann sehr schnell so, dass ein sehr großer Datenbestand übertragen werden musste. Und das geht jetzt viel schneller durch ein sogenanntes Sub-Extent Dirty Region Tracking. Das heißt, innerhalb dieser 256 Megabyte werden jetzt plötzlich nur noch Blöcke mit 256 Kilobyte betrachtet, also viel, viel kleiner. Wenn dort jetzt eine Änderung da ist, muss nur noch dieses kleinere, ja, ein tausendstel große Scheibchen übertragen werden, führt zu einer massiven Beschleunigung des Ganzen, wenn es um Repair-Prozesse geht an der Stelle. Ich resume den hier mal, was sicher schon bekannt ist, das ist nämlich keine Neuerung an der Stelle. Volumes hat man gerade gesagt, die Drives, ja, sehen wir hier in der Übersicht. Mit den entsprechenden Reserveinformationen. Ist aber weiterhin so, dass die Reserve nur empfohlen wird. Sie wird nicht automatisch gebildet. Und wir haben hier so eine sehr, sehr gute Integration für Themen wie entsprechend Updates über das Windows Admin Center zu managen, über Clusterware-Updating und Diagnosedaten einzusammeln. Das ginge aber auch mit dem Windows Server 2019 schon. Das möchte ich nur der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen. Und bei den Settings, wenn wir hier mal ganz kurz reingehen, dann haben wir dort die Cluster Traffic Encryption. Das heißt, wir können dort ja die Datenübertragung über das Netzwerk. Ich hatte ja gerade erwähnt, dass das synchron passiert. Das heißt, alles, was auf dem einen Server geschrieben wird, wird auf dem anderen auch geschrieben. Das können wir hier entsprechend verschlüsseln, also den Core-Traffic und den Storage-Traffic und das Ganze auch. Ja, entsprechend unabhängig voneinander. Gut, also Windows Server 2022. Auch in diesen Bereichen werden Features hinzugefügt. Es wird da nichts in irgendeiner Form
rausgenommen, auch bei Storage Spaces Direct nicht. Die richtige Formulierung wäre, es gibt einfach ein paar Funktionalitäten, die für das Azure Stack HCIOS exklusiv sind und nicht im Windows Server 2022 dann zur Verfügung gestellt werden. Gut, wenn ihr dazu Fragen habt, gerne den Chat nutzen. Fragt dort nach. Wenn ihr weitere Informationen benötigt zu dem ganzen Thema, ist auf jeden Fall der Sebastian Weiß bei der Ingram Micro euer richtiger Ansprechpartner. Ich hatte es bei den letzten beiden Terminen schon dazu gesagt. Fragt ihn bitte jetzt noch nicht nach dem Preis von Windows Server 2022, weil der ist noch nicht verfügbar, dieser neue Server. Wir hatten diese Reihe von Webcasts zusammen designt, der Sebastian und ich, um euch frühzeitig zu informieren, damit ihr vorbereitet seid auf das, was dort kommt. Das heißt, ihr kauft im Moment weiterhin für eure Kunden Windows Server 2019. Ich empfehle dort ja immer die OEM-Version, weil wir bei den OEM-Versionen des Windows Servers funktionell keine Einschränkungen haben. Das sind alles Features drin. Das ist also nicht wie bei Office, dass wir zwischen OEM und Volumenlizenz unterschiedliche Editionen haben mit einem unterschiedlichen Feature-Set, sondern das ist beim Windows Server Standard und Data Center. Es gibt den Essentials noch, aber der Essentials ist unabhängig vom Vertriebskanal, also egal ob OEM oder Volumenlizenz, funktionell stark eingeschränkt. Also der hat keinen Storage Migration Service, der hat keine Deduplizierung und so weiter. Es sind viele Limitierungen drin, ist aber ein sehr kostengünstiger Server für kleine Unternehmensszenarien bis maximal 25 Benutzer. Also Windows Server 2019 wäre die aktuelle Version, die ihr beim Sebastian als OEM-Version, als Channel OEM-Version bekommt, die ihr jetzt ordern könnt, wo es die passenden Calls dazu gibt, die ihr, wenn ihr euch jetzt Windows Server 2022 sichern wollt, mit einer Software Assurance kombinieren könnt. Da gelten aber gewisse Rahmenbedingungen. Das müsste man abwägen, weil in den allermeisten Fällen kenne ich dann so, wie ich vorhin erwähnt hatte, dass der Kunde dann noch ein Momentchen wartet. Und gerade wenn man die OEM-Version nutzt, ist es dann eventuell effizienter, in einem halben, dreiviertel Jahr oder in einem Jahr oder 2 Jahren dann wieder die dort aktuelle OEM-Version zu erwerben. Mit der Verfügbarkeit werden wir, sobald sie gegeben ist vom Windows Server 2022, auf jeden Fall groß in die Kommunikation gehen. Ihr werdet es auf keinen Fall verpassen. Ich rechne so im Sommer damit, also so in den nächsten Monaten. Von daher, wenn ihr in die letzten Videos nochmal reinschauen möchtet zu den Grundlagen oder zum Thema Hyper-V, dann könnt ihr das machen auf meinem YouTube-Kanal. Da gibt es eine Playlist Ingram Micro Windows Server 2022. Die ersten zwei Videos sind online, also das erste zu den Grundlagen und das zweite von letzter Woche Dienstag zum Thema Hyper-V und den virtuellen Switchen. Und das Video von heute werde ich versuchen, heute oder morgen dort bereitzustellen, sodass das auch dann abrufbar ist, wenn ihr da nochmal reinschauen möchtet, wenn ihr es an den Kollegen weitergeben möchtet. Das erste Video zu den Grundlagen ist schon fast 300 Mal abgerufen worden. Also da ist ein gewisses Interesse da zu Windows Server 2022. Es lohnt sich das also durchaus weiterzugeben. Ich bin jetzt auf jeden Fall noch ein paar Minuten da für eure Fragen. Wenn es welche gibt, schreibt die gerne in den Chat rein. Ansonsten sage ich euch schon mal vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Dabeisein. Viel Erfolg mit den ganzen Windows Server Themen und einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.